Wir sind in der Kabine, in einer Kabine des SMC 75 in Düsseldorf und haben den Abteilungsleiter Lutz Grünewald hier, der am Donnerstagabend, beziehungsweise im Nachgang des Spiels am Donnerstagabend, über einen Vorfall was mitbekommen hat, der natürlich nicht so ist, wie man sich das gerne am Ende eines Fußballspiels wünscht. Geärgert hat er sich aber dann auch über das, was dann da ein bisschen medial draus gemacht worden ist. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Was hat Sie da gestört? Ja, hallo erstmal. Gestört hat mich viele, wie soll ich sagen, Medien erstmal, die sonst mit SFD nie was am Hut haben, die sich da negativ ausgelassen haben, mit Sicherheit selber gar nicht vor Ort waren, sondern nur über Hörensagen. Und da sind dann eben dann Behauptungen in den Raum gestellt worden, die ich einfach, ich sag's mal, teilweise widerlegen kann, weil es nicht so ist. Angefangen, dass dann in vielen Berichten drin war, der Schiedsrichter wurde bedrängt und bedroht. Fakt ist, das kann man auch gerade im Hintergrund zeigen, Schiedsrichter fühlte sich zwar keiner Zeit bedroht, er hatte nur Schwierigkeiten mit den Tumulten, das in Grenzen zu halten, aber er wurde nicht bedroht. Das wurde in ganz vielen Medien, namentlich Sport, glaube ich, nicht aufzuzählen, erwähnt und Fehlentscheidungen, sage ich jetzt mal so, der Presse. Ja. So, natürlich habe ich freitags morgens, 10 Stunden nach dem Vorfall, einen Anruf bekommen. Sind wir ganz realistisch, der Vorfall war donnerstags abends zur späten Stunde. Man geht abends ins Bett, versucht zu schlafen einigermaßen. Am nächsten Morgen versuchst du natürlich schon die ersten Infos zu bekommen, nur alle Leute oder viele Leute gehen arbeiten, da kriegst du keine Infos, da kommt die Presse an, die dann teilweise ein langes Gesicht zieht, weil wieso gebe ich keine Kommentare dazu ab? Und wo ich erstmal selber für mich ein Bild oder wir als Verein uns erstmal ein Bild machen mussten. So, und das haben wir uns jetzt in den letzten Tagen gemacht und jetzt sind wir als SFD auch bereit, dazu Stellung zu beziehen, beziehungsweise die Trainer haben gestern schon eine Stellungnahme dazu abgegeben und die haben wir auch schon veröffentlicht. Und jetzt gebe auch ich dann gerne Reaktionen von meiner Seite aus ab. Deswegen, dennoch möchte ich sagen, dass die Frau Haupt als Geschäftsführerin vom SFD und ich uns von dieser Aktion distanzieren. Also Gewalt im Bereich Fußball geht gar nicht. Ganz klar. Das wurde weg. Ja, es ist ja so, dass natürlich dann man sich natürlich immer so ein bisschen treiben lässt. Das ist dann bei uns natürlich auch so. Man bekommt dann von einer Seite eine Info, gibt das erstmal so wieder. Dabei gewesen sind wir natürlich bei den Spielen in seltensten Fällen. Das ist auch ein bisschen immer die Gefahr dann natürlich dabei. Ja. Ne? Wie werden Sie jetzt weiter darauf reagieren erstmal? Oder wie haben Sie jetzt letzten Endes, welchen Stand haben Sie jetzt bekommen von den Trainern? Dass es halb so schlimm war. Mhm. Ich meine, schlimm genug, dass überhaupt was passiert ist, gar keine Frage. Nur beim Eintreffen der Polizei waren die Jungs wohl in der Kabine, haben so wenig mitbekommen. Unser Trainer hat sich wohl sogar noch, was ja auch hieß, der Heimtorwart wurde stark angegangen mit Tritten gegen den Kopf und so weiter. Unser Trainer hat sich auf ihn geworfen, laut Aussage des Trainers. Hat ihn versucht zu beschützen, wo die eigenen Mitspieler noch nicht mal vom Torwart in der Nähe waren. So, und wir werden jetzt abwarten, was passiert. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, wie das es zu lesen war. Das ist das Wichtigste natürlich. Richtig. Ganz klar. Und ja, jetzt werden wir abwarten. Ende Oktober soll bereits schon die Spruchkammersitzung sein. Ich hoffe, dass dann die ganze Wahrheit von beiden Seiten ans Licht kommt. Und dann wird man sehen, was passiert. Problematisch ist natürlich immer, wenn man so Sportgerichtsverfahren mal miterlebt hat, wenn die neutrale Instanz da fehlt, sprich im Regelfall der Schiedsrichter, der dann das Ganze ohne parteiisch zu sein dann da beschreiben kann. Und das ist in dem Fall ja leider so, dass der da schon nicht mehr auf dem Platz war. Ja. Wird das wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden. Ne? Gut, ich gehe mal davon aus, dass wir mit Sicherheit auch Zeugen dabei haben werden, die als Zuschauer dabei waren. Oder dass auch Hilden mit Sicherheit Zeugen aufrufen wird, die dabei waren. Und da muss man halt eben schauen. Und dann ist es Aufgabe der Kreisspruchkammer, dann darüber ein Urteil zu fällen. Im schlimmsten Falle, ich weiß jetzt nicht, was an den Gerüchten wahr ist, dass es noch einen Zivilprozess geben wird, kann, wie auch immer, oder ob es eingestellt wird, wird da entschieden. Sprich, Sie warten jetzt auch als Verein erstmal ab, was da bei der Spruchkammersitzung rauskommt, bevor Sie jetzt irgendwie intern was von uns. Wie ist denn Ihr Eindruck so im Allgemeinen? Man hört jetzt gerade, wir haben heute noch mit dem Herrn Biermann telefoniert. Da ging es jetzt natürlich zwar mehr um die aktuelle Corona-Situation und um den Inzidenzwert, der jetzt hier in Düsseldorf über 50 ist, weswegen wir auch ordnungsgemäß die 1,5 Meter auseinandersitzen. Die Frage ist halt jetzt, haben Sie da auch die Wahrnehmung, dass das mehr wird mit der Gewalt auf den Sportplätzen oder ist das mehr durch die Berichterstattung, die halt, dass es jetzt nicht mehr im Verborgenen bleibt, was früher vielleicht gewesen wäre?
Ja, also man hört ja immer wieder auch aus anderen Fußballkreisen, dass es da immer wieder zu Problemen gibt, sei es jetzt samstags oder sonntags. Gott sei Dank bis dato meistens mehr nur im Seniorenbereich, noch nicht im Jugendbereich, aber auch da, glaube ich, steigt so ein bisschen die Aggressivität. Vor 3 Wochen war hier auch ein Spiel gewesen, TSV Elga gegen Garath, wo der Schiedsrichter niedergestreckt worden ist. Ganz ehrlich, hat im Sport oder im Fußball nichts zu suchen. So, und in der Hinsicht würde ich mir wünschen, dass jetzt ab heute Abend fangen hier zumindest für den Kreis Düsseldorf verschiedene Arbeitstagungen an, wo man die ganzen Trainer, Co-Trainer zusammenruft, um dass man da gemeinsam eine Lösung sucht. Letztendlich ist es nur Fußball. Klar, ich denke aber, wenn ich die Äußerungen eben da nehme, dass er das schon als massives Problem aktuell wahrnimmt, der Kreisvorsitzende, dass das dann mit Sicherheit auch allgemein nochmal ein Thema werden wird. Wie gesagt, da soll ja niemand an den Pranger gestellt werden. Da ist der Fußball sowieso letzten Endes ja immer irgendwo nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und da haben wir halt zunehmend das Problem, ist meine Wahrnehmung, dass einfach auch nicht nur die Häufung, sondern vor allem die Intensität der Vorfälle leider zunimmt. Und das ist natürlich dann oft schnell ein großes Problem. Was kann man denn präventiv machen da als Verein? Gibt es da irgendwas, was man da tun kann? Ich glaube nicht. Weil man kann den Leuten ja auch, wenn die hier ankommen, nur immer vor den Kopf schauen und nicht in den Kopf rein. Ich meine, man kann jetzt mit Sicherheit sagen, je nachdem, was für eine Truppe da ankommt, dass dann ein polizeiliches Führungszeugnis geben. Nur wo soll das hinführen? Ja, sag mal, wir gucken jetzt bei unseren Trainern generell, aber das waren die meisten Düsseldorfer Vereine, weil so Vorgabe ist, dass die Trainer wenigstens auch schon mal, ich sag mal, mit einem sauberen Führungszeugnis hier ankommen. Da jetzt so anzufangen bei den Spielern, glaube ich nicht. Vor allen Dingen, es sind meistens ja auch nur Kurzschlussreaktionen. Sind wir realistisch. Teilweise gehst du, wenn Spiele in der Woche abends sind, du gehst morgens arbeiten, der Tag fängt schon scheiße an, stehst mit falschem Bein auf. Dann Stress auf der Arbeit, der Chef fängt auch noch an zu meckern. So, dann gehst du dann abends vielleicht zum Spiel, hast schon einen Hals, der hier oben steht. So, dann kommt ein dummer Spruch von der Seitenlinie. So, dann ist auch alles schon im Vorfeld das, da. Das Ventil, logisch. So, natürlich gehört auch ein bisschen Härte ins Spiel rein zum Fußball. Gehört dazu. Das sind auch Emotionen, die gehören auch dazu. Aber nach Spielende verkehre ich gerne mit dem Eishockey. Wenn Sie ein Eishockeyspiel gucken, da ist auch Härte drin, da klopft man sich auch auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt, wenn man so sagen darf. Aber nach Spielende kommen Sie sich entgegen, shake hands. In den 80er, 90er Jahren, da hat man gemacht, eine Kiste Bier zusammen getrunken. So, ist natürlich alles heute anders, nicht mehr so machbar mit der Kiste Bier, aber es wäre doch schön, wenn wir da alle wieder hinkommen könnten. Ja, im besten Fall. So, und deswegen kann ich nur dazu animieren, spielt Fußball, macht das, was ihr könnt, aber nicht Körperei, hat auf dem Platz nichts zu suchen. Schon gar nicht, wenn Kinder noch im besten Fall dabei sind. Klar, das ist natürlich dann das Nächste. Dann bekommt das nochmal eine andere Qualität. Natürlich. Wie wichtig ist es jetzt, dass man, wenn sich jetzt herausstellt, dass da jemand irgendwas gemacht hat, was nicht so prickelnd war, dass man dann als Verein da eine klare Kante bezieht? Wir werden unsere Entscheidung dann ziehen daraus oder Ansatz daraus ziehen, was man machen kann oder was wir machen werden dann. Aber wie gesagt, wir müssen gucken. Es kann sein, wir werden freigesprochen. Es kann sein, wir sind die Hauptschuldigen. Es kann sein, dass die Schuld auf beide Gasten getragen wird. Da muss man gucken. Uns wurde ja auch viel Information der Presse gesagt, hat eben, dass man sich ja vor 4 Wochen getroffen hat zur Spruchkammersitzung. Ist richtig, da haben wir uns beide getroffen, auch AC Tiger Hilden wieder. Da kam es auch zu einem Spielabbruch bei uns auf der Anlage, kurz vor Corona im Februar, März. Es wurde nur darüber berichtet, SFD wieder. So, dass auch der Spielabbruch durch den Trainer verursacht worden ist, darüber wurde auch wieder nicht berichtet. Und die beiden Mannschaften, das möchte ich dazu ergänzen, wollten sogar vor Beginn der neuen Saison jetzt im September Freundschaftsspiel austragen. Also so schlecht kann die Stimmung gar nicht gewesen sein. Klingt nicht so. Auch auf der Spruchkammersitzung, wo ich dabei war, war die Stimmung sehr gut. Aber ich hatte mich dafür den Trainer von Hilden eingesetzt, was da an dem Abend dann zum Vorschein kam. Klar. Und es kam mir jetzt nicht so vor, als ob man sich da, ich sag's mal, mit Kriegsball aus dem Raum entfernen würde. Ganz im Gegenteil. Also man hat auch anschließend noch zusammen gequatscht. Und deswegen kann ich da teilweise die Meinungen der Presse oder von wem sie dann auch kommen, nicht ganz nachvollziehen. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen das Problem. Man schreibt ja nicht einfach im Regelfall was aus einer Laune heraus, sondern man bekommt das ja von einer der beteiligten Parteien, zitiert diese Partei dann auch im Regelfall, weil wir waren halt nicht dabei. Und wie gesagt, das ist für viele Leute natürlich auch dann oft eine Information, die gar nicht so unwichtig ist, dass wir halt jetzt nicht mit 50 Leuten sonntags auf den Plätzen sind, wie das vielleicht nach außen aussieht, sondern dass wir halt auch nur zu zweit sind. Wir haben also gar keine Chance, irgendwie eine Abdeckung in irgendeiner Form da zu machen, die uns das ermöglichen würde. Und da ist man natürlich ein bisschen auch darauf angewiesen,
dass einem da nichts vom Pferd erzählt wird. Ich kann natürlich auch jetzt nicht sagen, ob mir da einer was vom Pferd erzählt hat, weil ich war immer noch nicht dabei. Nur klar, dass man beide Seiten natürlich hört, gehört zum guten Ton. Ob das halt jetzt im gleichen Moment oder im Nachgang passiert, das kann man dann halt nur so machen, wie es einem auch ermöglicht wird. Und jetzt kann man nur noch hoffen, dass die Sportgerichtsbarkeit da das rausfindet, wie es wirklich war. Denn am Ende will natürlich vor allem niemand, dass jemand irgendwo mit einem Negativruf behaftet ist, der unter Umständen dann am Ende gar nichts gemacht hat. Genau. Das will natürlich niemand. Ja. Okay, da bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Sehr gerne. Und ihr könnt gerne mal zum SFG vorbeikommen. Auch die erste Mannschaft spielt guten Fußball und das Ganze auch ohne Schwierigkeiten. Tolle Anlage, kann ich auch sagen. Lohnt sich.